Das heutige Horoskop, Wassermann, 16. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Der Himmel bringt widerhallende Schicksale hervor. Ein Solar in einem anderen Sternzeichen kommt und Sie spüren eine angeborene Kameradschaft und Harmonie in Beziehungen. Öffnen Sie Ihren Geist für die Synchronizitäten des Lebens in dieser Zeit und Sie können tiefgreifende neue Entdeckungen über Beziehungen, Intimität und wahre Liebe machen. Zusammenarbeit, Teamarbeit und Einigkeit werden leichter zu finden sein. Während wir uns vielleicht etwas unentschlossen fühlen, da wir die Perspektiven aller betrachten, können im Bereich der Verbindung große Fortschritte erzielt werden. Überlegen Sie, wie Sie sich ausrichten können, um auf Augenhöhe zu sehen. Das Schicksal wird jetzt beginnen, Sie umzuleiten. Die Welt liegt dir zu Füßen. Nach dem heutigen Neumond des ringförmigen Sonnen in der Waage eröffnen sich neue berufliche Horizonte. Es besteht keine Notwendigkeit, Absichten zu manifestieren oder festzulegen, da die Sonnenfinsternis mit unerwarteten, aber schicksalhaften Ereignissen zusammenfällt. Während dieses sechsmonatigen Zyklus finden Sie möglicherweise neue Möglichkeiten zum Lernen, Wachsen und Erleben. Sie könnten beruflich reisen oder umziehen. Wenn Sie sich auf Ihre berufliche Ausbildung konzentrieren möchten, besteht möglicherweise die Möglichkeit, etwas anderes zu studieren oder von jemand Neuem zu lernen. Egal was passiert, Sie sollten die Reise annehmen. Auf beiden Seiten des Finanzzauns ist in den letzten Tagen ein Vertrauensschub zu verzeichnen, und dieser wird sich nur fortsetzen. Zur gleichen Zeit, in der sich Mars an seinem ersten Wochenende in Ihrem Karrieresektor von einem freundlichen Aspekt zu Saturn in Ihrem Einkommenssektor trennt, bewegt sich Venus an ihrem ersten Wochenende in Ihrem Finanzsektor in Richtung eines freundlichen Aspekts zu Jupiter. Plötzlich helfen die Planeten Geld, Glück und Leidenschaft dabei, beide Seiten des Finanzzauns in Schwung zu bringen. Sie brauchen viel Raum, um Ihren Wunsch nach Ausgeglichenheit in Ihrem Leben zum Ausdruck zu bringen. Beginnen Sie damit, die Unordnung in Ihrem Leben loszuwerden. Räumen Sie Ihren Kleiderschrank, Ihre Küchenschränke und Ihren Badezimmerschrank auf. Befreien Sie sich von all dem Übergepäck, das Sie mit sich herumtragen. Dies gilt auch für Ihr geistiges und körperliches Selbst. Sie müssen sich frei fühlen, was auch immer das für Sie bedeutet. Konzentrieren Sie sich darauf, totes Gewicht loszulassen, wo auch immer Sie es finden. Die Schwingungen des Tages werden eine Trennung in Ihrem Privat- oder Berufsleben bewirken. Sie werden die betreffende Person vermissen und brauchen eine gewisse Zeit, um darüber hinwegzukommen. Im Berufsleben gelangen Sie in einen Kurs, der sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit als sehr vorteilhaft für Sie erweisen wird. Möglicherweise sind Sie jedoch etwas gestresst, da helfen nur ein Sinn für Humor und Ausflüge. Sie sollten sich in Ihrem Liebesleben keine Sorgen machen. Zwei Tage nachdem Mars in Ihren Karrierebereich zurückgekehrt ist und gerade als Saturn in Ihrem Einkommensbereich in seine letzten drei Wochen rückläufig geht, erreicht Ihr freundlicher Aspekt seinen Höhepunkt. Dies ist derselbe Aspekt, in den sich Merkur begeben wird, wenn er in 8 Tagen in Ihren Karrieresektor und in 10 Tagen in die Sonne zurückkehrt, wobei dies erst der Beginn eines großen Zusammentreffens der Kräfte an der Einkommens- und Karrierefront ist, das die letzten Monate dominieren wird des Jahres. Bis dahin konzentrieren sich Sonne und Merkur mehr auf die abenteuerliche Seite des Lebenszauns vor dem morgigen Neumond, der ihn verfinstert. Während der Asteroid Juno, die Königin des Engagements, in ihr letztes Wochenende in ihrem Beziehungsbereich geht und sich darauf vorbereitet, nächste Woche abzureisen, ist ihr bewusst, dass damit alle planetarischen Aktivitäten an der Beziehungsfront des Jahres zu Ende gehen werden. Da Venus, der epische viermonatige Besuch des Planeten der Liebe, gerade erst vor 5 Tagen zu Ende gegangen ist, besteht Junos Aufgabe in diesen letzten Tagen darin, ihnen etwas zu hinterlassen, auf das sie weiterhin arbeiten können. Täglicher Planetenüberblick. Die heutige Sonnenfinsternis in der Waage markiert ein entscheidendes Himmelsereignis. Diese Sonnenfinsternis bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere Verbindungen zu anderen zu vertiefen und das bezaubernde Reich der Romantik zu genießen. Egal, ob Sie sich auf Ihre persönlichen Bemühungen konzentrieren oder sich um Herzensangelegenheiten kümmern, diese Sonnenfinsternis hat die Kraft, die Art und Weise zu verbessern, wie Sie die Menschen um Sie herum wahrnehmen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Menschen durch die Linse Ihres gewünschten zukünftigen Weges zu betrachten und so durchdachte Entscheidungen über Ihre Rolle in Ihrem Leben zu treffen.
Seien Sie jedoch vorsichtig, denn die Neigung, sich energisch durchzusetzen, kann im Umgang mit anderen unbeabsichtigt einen negativen Eindruck hervorrufen. Bemühen Sie sich, diesen Drang zu zügeln, denn Ihr Selbstvertrauen und Ihr Charme können von einem Hauch von Einbildung und Unzugänglichkeit überschattet werden. Um erfolgreiche Kontakte zu knüpfen, ist es wichtig, ein ausgeglichenes und zugängliches Auftreten beizubehalten. Im Finanzbereich navigieren Sie heute mit Ihrem gewohnten Geschick und Ihrer gewohnten Finesse. Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um verschiedene Investitionsmöglichkeiten zu erkunden. Eine brillante Idee könnte den Weg für eine erfolgreiche Zukunft ebnen. Auch wenn Sie nur auf Schnäppchenjagd sind, hilft Ihnen Ihr scharfsinniges Auge dabei, die Spreu vom Weizen zu trennen. Zögern Sie nicht, diese Chancen zu ergreifen, bevor andere es tun. Während wir eine günstige Übereinstimmung zwischen Mars, der in Ihrem Heim- und Familiensektor residiert, und Saturn, der sich derzeit in Ihrem Finanzsektor im Rückschritt befindet, beobachten, keimt in beiden Bereichen Ihres Lebens ein neu entdecktes Gefühl von Selbstvertrauen und Selbstbestimmung auf. Gleichzeitig weckt Venus an ihrem ersten Wochenende in ihrem Einkommensbereich eine neue Welle des Vertrauens und der Vorfreude, nicht nur in Bezug auf ihre Einkommensaussichten, sondern auch in ihre Karriere und Arbeitsbemühungen. Diese himmlische Konfiguration verspricht eine harmonische Mischung aus persönlichem und finanziellem Wachstum und macht es zu einem günstigen Zeitpunkt, ihren zukünftigen Weg zu gestalten, ihre Verbindungen zu stärken und ihr finanzielles Wohlergehen zu maximieren. Himmel für heute. Während Venus, der Planet, der mit Reichtum und Finanzen in Verbindung gebracht wird, ihr erstes Wochenende in ihrem Karrierebereich beginnt, findet ein weiteres bedeutendes himmlisches Ereignis statt. Pluto beginnt sein erstes Wochenende in direkter Bewegung in ihrem Einkommensbereich. Diese Synchronizität ist kein Zufall, es ist eine kosmische Ausrichtung, die grünes Licht für das Einkommenspotenzial signalisiert, genau zu dem Zeitpunkt, an dem Venus zurückkehrt, um ihr berufliches Selbstvertrauen zu stärken, Chancen zu nutzen und ihnen den Weg zu größeren finanziellen Belohnungen zu ebnen. Obwohl Venus und Pluto erst in den ersten Tagen des kommenden Monats offiziell einen freundschaftlichen Aspekt bilden werden, harmonieren ihre Energien bereits und legen auf subtile Weise den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Erst vor einer kurzen Woche beendete Venus, die Finanzinfluencerin, ihren Aufenthalt in ihrem Finanzsektor und übergab die Fackel an Juno, den Asteroiden, der Engagement symbolisiert, die sich nun in den letzten Zügen ihrer Zeit hier befindet. Während Plutos kürzliche direkte Verschiebung seine eventuelle Rückkehr in ihren Einkommensbereich impliziert, liegt der aktuelle Fokus weiterhin auf dem finanziellen Aspekt ihres Lebens, mit einem Schwerpunkt auf der Partnerschaft mit Juno, um Verpflichtungen zu festigen, die ihre zukünftigen Unternehmungen prägen werden. Während Pluto sein Eröffnungswochenende in direkter Bewegung in ihrem Finanzsektor verbringt, scheint er vorübergehend stationär zu sein, doch es gibt bereits ein spürbares Gefühl der Zuversicht für die kommenden Tage. In den kommenden Wochen und Monaten wird Pluto die zuvor unternommenen Schritte zurückverfolgen, diesmal mit dem Wissen, das zuvor schwer fassbar war. Pluto, der Planet der Transformation und Revolution, ermutigt uns nicht nur, in die Zukunft zu blicken, sondern bietet uns auch die Gelegenheit für einen Neuanfang, die Chance, unseren finanziellen Weg zu überdenken und neu zu gestalten.